Stopp. Bevor du dieses Video guckst, muss ich noch kurz was sagen. Wenn ihr von Debitor oder Castcrafter kommt, wegen einer bestimmten Sache, das wurde komplett geklärt. Und no hate, no was weiß ich nicht was. Also alles zurückerstattet und so weiter und so fort. Ihr werdet das auch in einer der zukünftigen Folgen bei mir sehen. Bis dahin, viel Spaß mit der Folge. Das ist die Startinsel, Leute. Richtig geil, oder? Schön, dass du wieder dabei bist und willkommen zurück bei einer neuen Folge Let's Play Skytech mit Klüm, hallo. Hallo bei Toltec, hallo. Los geht's, wir suchen den nächsten Teampel. Ja, richtig, weil das Buch ist nämlich gesponnen, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ziel, oh, what the fuck, Ziel ist natürlich, die Bücher zu bekommen und jede Woche spawnt ein Buch. Und das erste Buch ist schon gespawnt, nee, warte mal, das ist doch falsche Richtung hier. Warum? Weil wir zu null und... Ja, hier nimmt doch alles ab, wenn wir hier lang fliegen. Ja, aber ich fliege falsch. Ach so. Ja, ich fliege richtig. Ja, Auf jeden Fall sind wir auf dem Weg jetzt zum nächsten Tempel, weil wir in der letzten Folge das Problem hatten mit der Battle Tower und so weiter und so fort. Und das ist natürlich wichtig, dass wir jetzt das Buch finden vor den anderen, damit wir das haben. Und laut unseres Wissens, also wir haben jetzt, wir haben eine neue Regel eingeführt, wir haben nochmal klar gemacht, dass man sagen muss, sobald man das Buch hat, und zwar in der Info-Konfi, das heißt... Rein theoretisch müsste der, die das, wenn er das Buch schon gefunden hat, schon geschrieben haben, dass er es hat. Hat es noch nicht getan, deswegen gehen wir davon aus, dass noch niemand das Buch gefunden hat. Richtig. Und deswegen wollen wir das natürlich finden. Wir als Team Rot wollen den anderen natürlich... Das Beste. Das beste Team. Einfach wollen den anderen natürlich hart in die Eier treten, indem wir das Buch finden. Das ist natürlich klar wie Kloßbrühe. Wo bist du denn gerade? So? Bei minus 3900 und minus 1200. Oh, du bist ja schon sehr weit. Aber ich will jetzt nicht unter die Insel durchfliegen. Ich bin ja nicht sehr weit. Das Aufsteigen nervt immer, weil das lange dauert. Ja. Gibt's schnellere Jetpacks? Ich glaube schon. Also es gibt auf jeden Fall Jetpacks, die schneller höher steigen. Vielleicht fliegt man auch höher, wenn man den Hangglider nicht... Schneller hoch, wenn man den Hangglider nicht benutzt. Muss ich gleich mal ausprobieren. Nee, habe ich gerade schon ausprobiert, meine ich. Oh, doch. Doch, doch. Ich finde, das geht schneller. Ja, kann mich auch nur irren und ein dummer Spasti sein. Oh, guck mal, noch ein Battle Tower. Tschö, Battle Tower. Fliegen jetzt einfach. Einfach vorbeigeflogen. Was habe ich gesagt? 0 und? 0 und 2500. Minus 2500. Wir wissen auch nicht, wie das... Nee, plus 2500. Ja, aber minus 2500 gibt's auch. Aber egal, wir fliegen jetzt einfach. Da waren wir doch schon. Ehrlich? Glaube ich. Nein. Egal, wir werden einfach alle Tempel durchsuchen. Zwei haben wir schon durchsucht, letzte Folge. Also die auf jeden Fall angucken, falls ihr das noch nicht getan habt. Wir müssen jetzt noch 3000 Blöcke fliegen. Das macht überhaupt nichts, das ist Tool. Ernsthaft, mit den Jetpacks geht das eh übelst schnell. Wir sind so schnell. Mit den Gleitern vor allen Dingen. Ja, die Gleiter sind echt, die sind das Geilste, ganz Minecraft. Und jetzt sieht auch der Pfeil auf der Minimap sieht auch authentischer aus jetzt mit dem Gleiter. Ja. Stimmt. Stimmt, zwei tolle Sachen auf einmal. Wartest du kurz auf mich, damit wir gleich zusammen in den Tempel gehen können? Ich fliege in die falsche Richtung. Ja, wir können gleich zusammen, auf jeden Fall. Ich warte davor irgendwo. Ich will dabei sein, falls wir das Buch finden. Bei 0 und? 2500. Okay, dann fliege ich doch in die richtige Richtung. Das ist noch voll weit. Wir können ja über ein Thema schnacken. Okay, was für ein Thema dann? Möpse. Möpse sind geil. Oh ja. Jetzt kann ich Möpse in die Thumbnails machen. Heute reden wir über Möpse. Hab letztens mit meinem Lehrer über Möpse geredet. Ja, ich habe ja gar nichts mehr. Ja, aber ich Leute, auch nicht. Was ich euch noch sagen kann, das habe ich noch gar nicht gesagt in keinem Ding. Und das habe ich dir, glaube ich, auch noch nicht erzählt. Oder doch, glaube ich schon. Dir habe ich es erzählt. Eben. Ich bin an der Uni angenommen, wo ich hin wollte. Und sogar noch besser, ich habe sogar einen Stipendiumsplatz angeboten bekommen. Jetzt muss ich dafür noch eine Aufgabe erledigen, deswegen wird es in nächster Zeit, guck mal, noch so ein Tower, wird es in nächster Zeit vielleicht wieder ein bisschen stressiger werden auf dem Kanal. Das heißt, es wird eventuell ein bisschen weniger kommen. Also ein Video am Tag kommt ja sowieso, aber es wird auch wahrscheinlich in nächster Zeit bis zum 14. bei einem Video pro Tag bleiben und nicht großartig viel mehr kommen. Schade, aber... Egal, das ist trotzdem cool. Ja, ein Video pro Tag ist auf jeden Fall für euch am Stissel, meine Freunde. Ich wollte erzählen von meinem Abiball, weil ich hatte jetzt Abiball. Oh geil. Der Klüm, hast du schon? Ja, klar. Und mein Lehrer war da und dann haben wir geredet über Ärsche und Titten. Oh geil. Oh, ja. Mit dem Lehrer gibt nichts Schöneres. Der bewertet dann ja auch, ja, ungenügend, befriedigend. Ist befriedigend dann eigentlich besser als gut? Bei manchen ist das ehrlich so.
Komm. Also, bei den Mädchen, manche Lehrer. Ja, das stimmt allerdings. Gut, dass aber ich Männerbrüste habe. Nein, habe ich nicht. Wir hatten nur ein Mädchen bei uns in der Klasse. Ja, Moment, mit Titten oder an sich nur ein Mädchen? An sich nur ein Mädchen. Ein Mädchen in der gesamten Stufe sogar nur. Was für eine Schule warst du denn? Für Informatik, Mathe war mein Leistungskurs und der andere Leistungskurs war Maschinenbau, da war gar kein einziges Mädchen. Ich dachte, das war ein Witz. Nein, das war kein Witz. Wir hatten nur ein Mädchen. Und das war auch noch meine beste Freundin. Mit der ist ja traurig. Ja, von allen war die ja die beste Freundin, war ja auch die einzige. Nein, das ist allgemein auch so, meine beste Freundin im RL und so. Im RL. Meine Schule ist nämlich nicht mal in RL, Leute, das müsst ihr auch mal wissen. Das sind alles Sachen, die alle so passieren, ne? Ups. Ui. So, wo bist du denn gerade? Weit weg. Ich bin bei minus 1000 plus 2000. Warum bin ich eher da als du? Weiß ich nicht. Es liegt. Es liegt? Wohin denn? Jetzt nicht mehr. Es liegt Eier. Ich bin bei minus 500 und 20. WTF. Ja, dann bist du nicht weiter da. Hä? Ich bin doch eher da. Nein. Moment, 0 und? Ich bin bei minus 700 und 2200. Ach, fuck. Ich muss ja... Oh, ich bin so dumm. Du fliegst ja in die falsche Richtung. Ja, ich bin ehrlich falsch geflogen. Scheiße. Ich kann doch schon mal da reingucken. Wenn da nichts ist, dann können wir doch direkt so zum nächsten. Oder befindet er sich dann auf einer Linie mit dem Tempel? Der nächste ist bei plus 2500. Und das wäre, glaube ich, der nächste. Ja. So, jetzt muss ich in diese Richtung. Oh, wie blöd ich war. Ach, so blöd. Ich bin voll falsch geflogen die ganze Zeit. Ach, so blöd bist du doch gar nicht. Und denk einfach nicht mehr daran, dass du dumm bist. Dumm bist. Denn wenn du nicht dumm bist, was? Mal irgendwie so es ist nicht so, wie du denkst. Wenn du denkst, was ich denke. Denn das Denken, der Gedanken ist ein denkenloses Denken, darum denke ich gedacht zu haben. Wenn du versuchst, daran zu denken, nicht daran zu denken, dass du dumm bist, obwohl du nicht dumm bist. Was hast du daran gedacht? Lol, hier ist kein Tempel, Mempel, Alter. Was? Hier ist kein Tempel. Mempel. Nein, hier ist wirklich kein Tempel. 0 und 2500. Ja, hier ist keiner. Ach, doch, da hinten. Nein, ich will da auch hin. Okay, dann warte ich jetzt hier. Ich bin schon ganz nah. Ich bin bei minus 35 und 2600. Da ist der Tempel. Da ist der Tempel. Ich bin gleich da. Ah, oh, da ist nichts drin. Ich sehe es schon von Weitem. Ehrlich? Obsidian-Block, ja. Och, Mann. Oh, ich gehe mal rein. Ich versuche den mal Och, Mann. Such direkt den nächsten Tempel raus. So viele gibt es ja nicht mehr. Ja, bei 0 und 2500. Warte mal, was passiert eigentlich, wenn ich versuche, den abzubauen? Minus 2500. Ich kann echt versuchen, den abzubauen. 0 und minus 2500. Da bin ich doch gerade vorbeigekommen, ich Idiot. Oder? Nee. Okay, jetzt habe ich ein Obsidian. Kann man das abbauen? Ja. Sauber, das hätte ich machen müssen für Dings. Wohin jetzt? Für Longfall Boots. Wohin jetzt? 0 und minus 2500. 0 und minus 2500? Mhm. Okay. Alter, wie lang diese Map ist. Nein, warte, das ist die ganz falsche Richtung. Das ist ebenfalls. Wo lang? Ich fliege. In die Richtung muss ich dann. Nee, wo muss ich denn lang? Die Richtung ist falsch. Die Richtung. So in die genau entgegengesetzte Richtung. Ja, mach doch. Ja, jetzt funktioniert's auch, lol. Nachdem wir bei dem waren, weiß ich übrigens nicht mehr, bei welchem wir schon allen waren. Oh, war ja. Ich kann's dir sagen, wenn du mir die Koordinaten sagst. Ich glaube, ich meine, wir waren schon bei 0 und minus 2500. Nein, das kann auch nicht sein. Wir waren noch nie bei einem Nuller, ne? Eben. Okay, dann versuche ich jetzt einfach weiter in diese Richtung. Oh, hier ist ein Dorf, Hier sind Luftballons. Also wo so bist du? Zeppeline. Wo bist du? Ich bin auf irgendeiner Insel. Komm zu mir, 2195. Ach so, das ist die Startinsel. Warte, ich komm in die Richtung. Oh, dann guck mal die Startinsel. Oh, das können wir. Oh, geil, dann können wir die schon mal zeigen. Und dann zeige ich auch, worum es geht hier bei SkyTech überhaupt. Das ist bestimmt mal eine geile Folge dann. Kann man hier alles abbauen? Du kannst gar nichts abbauen. No. Also sollte man zumindest nicht. Darf man auf keinen Fall, aber ob man es kann, weiß ich nicht. Was bringt denn dann die Startinsel? Ach, da, weil hier das Portal ist, ne? Richtig, da ist. Wo ist es denn? Zeige ich dir jetzt gleich, wenn ich da bin. Warte, ich bin noch bei 1000. Ich muss. Dauert noch ein bisschen. Erkunde schon mal. Hier ist so ein Schiff. Alter, voll geil hier. Richtig, da, cool, ich seh's, ja, glaube ich. Auf jeden Fall geht hier so eine Treppe hoch. Da ist auch die Arena, da können wir von außen reingucken. Aber was ist das? Hier ist so ein Gesicht.
Und wo ist ein Gesicht? Was ist das? Eine Diamanttruhe? Ui. Und hier sind... Ja, ja. Was ist da noch? Ich weiß es nicht. Ich kann... Wo muss ich hin? Guck mal in den Luftschiffen. Da sind Truhen drin. Guck mal, ob da was drin ist zum Looten. Niu. Ui. Ja, wir sind... ich bin gleich da. Nur noch 800 Blöcke. Wie kommen wir denn da Blöcke rein? Ja, irgendwo ist ein Eingang. Hier ist ein Netherportal, ne? Was? In so einem Schiff. Echt? Ja. Kann man da durch? Soll ich machen oder sterbe ich? Dann geh da nicht durch. Ich geh jetzt durch. Nein, geh da noch nicht durch. Lass uns erst die Insel erkunden, dann kannst du da durchgehen. Ja, okay, geh durch. Man kommt nicht durch. Okay, gut. Aber wie komme ich in dieses Schiff rein? Oh, ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Wir sind gleich die Startinsel, Leute. Kommt man hier rein? Nein. Da ist die Startinsel. Hier kommt man gar nicht rein. Voll die geile Insel, ne? Ja, hier, Leute, das ist die Startinsel. Okay, jetzt sieht sie noch nicht so heftig aus, aber da drüben beginnt das Dorf und da, ihr habt es eigentlich schon im Trailer gesehen, wirklich. Aber warte, ich bin zu weit unten. Hier ist der Zeppelin. Da fängt's an. Ist hier noch was? Nö. Und das ist die Startinsel, Leute. Richtig geil, oder? Wo ist denn das Portal da? Wo bist du denn? Ganz oben? Ich fliege jetzt mal zum Berg. Nein, warte mal. Hier ist das Portal. Hier muss ich sein. Ach, hier. Wo ist denn hier? Wo bist du denn? Ich bin jetzt bei 52, 101. Ah, da bist du. Guck mal hier, ich schwebe im Himmel. Warte, ich komm rüber. Ach, da. Ich seh dich. Wo müssen wir hin? Du hast einfach... Doch, jetzt hast du wieder einen Kopf. Komm hier lang. Hier rum. Und dann ist das hier, glaube ich. Irgendwo. Hier müsste das irgendwo sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das müssen wir erstmal finden, ey. Nee, hier ist das nicht. Oh, hier ist ein Verzauberungstisch. Oh, es leckt bei mir hier aber ein bisschen. Bei mir nicht. Hier ist was. Hier ist so eine Halle. Oh, das ist der Thronsaal. Oha. Ich fliege im Thronsaal rum. Ui. Ja, ich sitze auf dem Thron. Ich sitze auf dem Thron, mach ein Foto. Den Thron habe ich gebaut. Warte, ich muss ein Foto machen auf dem Thron. Aber was gibt's denn hier hinten? Hier hinten ist nichts. Boah, es laggt, Alter. Die Hauptstadt laggt echt übelst hart bei mir. Aber hier sind auch so viele Redstone-Schaltungen, das ist Wahnsinn. Ich hab die ja mal einmal von außen gesehen, aber... Nee, komm, ich zeig dir, wo das Portal ist. Oh. Wohin? Raus erstmal und hoch. Ich muss... wir müssen mal langsam uns beeilen, damit wir noch den nächsten Tempel finden, ne? Ja, warte, ich zeig dir eben noch das Portal und dann gehen wir direkt zum nächsten Tempel. Warte mal. Ist das hier? Ich hab ein bisschen Angst, ohne Longfall-Boots. Nee, da war das nicht. Wo war denn der blöde... Kacki. Wo war denn der blöde Kacki? Da ist es, hier. Wo? Da war ich doch gerade drin. Hier ist es. Das ist die Türe. Da war ich aber gerade drin. Wie kriegt man die auf? Die hier? Da, wo es runtergeht? Ja. Gar nicht. Du musst in die Diamant-Chest die Bücher füllen. Alle? Drei Stück oder vier Stück, je nachdem. Drei Stück. Deswegen siehst du oben die Infernal Bricks Chip. Also hier, da sind nämlich Purple Redstone Lamp und alle drei müssen leuchten, damit das erste Tor aufgeht. Oha. Nein, ich fliege falsch. Ich muss 0 und so minus 2000 Dingens, ne? Minus 2000, ne? Ja, hast du gesagt beim letzten Mal. Okay. Dann fliege ich in die Richtung. Nein, das ist die falsche. Ich muss eher in diese Richtung. Hui! Ich fliege bei Inseln drüber, die ich gar nicht sehe. Oh, ich sehe dich. Warte mal, ich guck mal kurz was. Ja, ich bin vor dir. Ja, das ist der Richtige. Wo bist du? Ich bin vor dir irgendwo. Ich hab dich eben überflogen. Ach, du bist über mir? Ja. Okay, wir sind jetzt gleich, wir kommen dann direkt zum nächsten Tempel. Alter, wir müssen das Buch, wenn wir die Ersten sind, die das Buch haben, dann sind wir einfach die King im Ring, Alter. Wir sind einfach das gammeligste Team, Alter. Wir sind einfach das gammeligste Team, was einfach das erste Buch hat. Ich find's cool, dass die Jetpacks sich auch nachts aufladen. Laden die sich nachts auf? Mhm. Oh, wusste ich gar nicht. Du hast den Vorteil, dass du dieses heftigere Jetpack hast, den Solarhelm und deshalb eigentlich nie Strom verlierst und ich schon. Also bei mir lädt sich der nicht nachts nicht auf. Bei mir schon. Ah, ich sehe dich. Ja, ich bin gerade langsam geflogen. Einfach so eiskalt da durchgeflogen. Wir können ja weiter über Brüste reden. Brüste sind geil. Es gibt ja, ich habe, jetzt muss ich direkt von Anfang sagen, ich habe überhaupt nichts gegen Schwule, nichts, absolut gar nichts. Einer meiner besten Freunde ist schwul, aber abgesehen davon kann ich nicht
akzeptieren, also ich kann es schon akzeptieren, aber ich kann es nicht verstehen, wie man schwul werden kann, wenn es Titten gibt. Also das verstehe ich nicht. Ja, aber es ist ehrlich so. Das verstehe ich einfach nicht. Wie geht das? Oh, guck mal, da ist Klingern. Hallo. Oh, noch 1000 Blöcke. Oh, ich hab dich verloren. Weh, da ist er jetzt nicht drin. Ey. Oh ja, das ist dann schon der vierte Tempel. Also das wäre echt Pech. Vor allen Dingen Nodop hat auch wohl schon welche durchgeguckt, habe ich gehört. Und der hat es auch nicht gefunden. Es kann ja nicht sein, dass wir alle in die gleichen gucken, oder? Ja, das kann wirklich nicht sein. Oder es wurde halt schon von einem entwendet. Oder wir müssen wirklich das Obsidian abbauen und dann spawnt das random. Nein. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Du weißt halt selber nicht. Nein, ich habe die genauen Mechaniken dahinter, kenne ich nicht. Ich weiß halt nur, dass an einem der Tempel eins gespawnt wird. Also das war ja auch meine Idee. Aber es kann eigentlich nicht sein, weil du müsstest dann eine Diamantspitzhacke mit haben, damit du es bekommen kannst. Boah. Ja gut, die habe ich jetzt mit, aber... Wo ist denn der Tempel jetzt? Hier ist doch hier irgendwo weit. In der Nähe. Muss er dann sein. Ja. Guck auf die Minimap. Ja, ich gucke. Ich sehe nichts. Hä? Ah, da oben. Wo ist der? Der ist aber nicht... Ja, ja. Wo ist der? Hier, wo ist der? Ja, ja. Minus 2500. Ne, minus 2600 ist der. Und 0? Und minus 23. Warte, was ist hier? Ah ja, ich sehe ihn. Nein! Nichts da? Nein! Okay, direkt nächster Tempel. Zack, wir haben noch 5 Minuten. Ich habe keinen hab keinen Strom mehr irgendwie im Jetpack. Echt nicht? Warte, ich muss gucken, in welchen. Ich stelle mich mal hier hin. Ich baue einfach. Also, wir waren jetzt in 0, 2500. Und in 0 minus 2500, ne? Ja, ja. Minus 2200, 1200, waren wir da schon? Ja, ich glaube schon. 2200, minus 1200. Oh fuck, ich glaube nicht. 2200, 1200 waren wir da? Da waren wir auf keinen Fall. Dann lass da mal hin. Zwei positive Sachen. Aber wo müssen wir da hin? Hier in diese Richtung, glaube ich. Ah, das ist voll weit, ne? Ja, das schaffen wir in der Folge. Dann lass 2200 minus 1200, oder waren wir da schon? Moment, das sehen wir doch auf der Minimap. Echt? Ja, da wo wir waren, überall schon. Wo sieht man das denn? Ja, ist das nicht erkundet dann da? Ja. Ja! Du Genie! Aber Moment. Nein. Was denn? Nee, ich sehe nur nicht alles, ich sehe nur einen kleinen Teil davon. Ja, aber wenn du die Map bewegst, so? Ja, auch nicht. Man kann sie nicht so weit bewegen. Aber dann waren wir wohl da noch nicht, oder? Ja, oder es wird halt gelöscht, es wird halt nicht alles abgespeichert. Ich fliege jetzt einfach mal in die Richtung hier. Welche? Wo bist du? Zu beides plus. Das heißt, ich fliege nach Norden, Osten, Süden, Südosten. Was? Südosten fliege ich, unten das rechts. Das macht keinen Sinn, weil ich mich... Warte mal. Das macht sogar ganz viel Sinn, ich bin schon mal okay. Plus 100. Alter, wir müssen dieses scheiß Buch finden, wirklich. Und wenn nicht, mache ich das morgen im Livestream. Oder es hat einer schon, aber dann müsste man ja auch sehen. Wir haben bis jetzt nur Obsidian-Blöcke gefunden. Ja. Weil sonst werde ich mal mit Jan sprechen, weil das kann ja auch nicht sein. Fuck, ey. Wo fliegen wir jetzt hin? 2200? Oh, fuck, hier komme ich nicht mehr raus. 2200 und 1200? Ja. Das schaffen wir doch nie im Leben. Doch, das schaffen wir. Ich habe keinen Strom mehr, fuck. Muss gleich. Gar keinen? Ja, ich habe noch 1000, 14.000 habe ich noch. Das ist nicht so viel. Eben. Oh, da geht die Sonne auf. Ja, ich habe ja durchgehend Strom, aber ich muss ja immer hoch. Ach so. Ja, vielleicht geht die Sonne auch gerade unter. Ich weiß das gar nicht. Nein, wir haben doch schon Nacht. Okay, aber ich fliege jetzt langsamer. Oh, fuck, wir müssen das schaffen. Ich bin schon... Wo war der Tempel? 2200 minus... 2200, 1200. Okay, ich bin jetzt gleich bei 2200. Ja, das schaffen wir in der Folge auf jeden Fall noch. Oh, wir haben noch 2 Minuten, ne? Ja, kriegen wir hin. Wenn nicht, überziehen wir eine Minute. Ja, eine Minute ist ja nicht so schlimm. Man darf halt nur nicht 5 Minuten oder so überziehen. 20 ist so die Grenze, die Richtlinie, die wir da festgelegt haben. Wenn jemand eine Folge 22 Minuten macht, da wird keiner was sagen. Aber dann solltest du vielleicht gucken, dass die nächste Folge 18 Minuten wird. So, um den Dreh rum. Außerdem fliegen wir gerade so oder so nur rum. Das ja, heißt, wirklich produktiv sind wir nicht. Sein, wir finden jetzt das Buch. Da sind wir natürlich die King im Ring. Aber ansonsten... Mein Gott, ey, ich will das Buch haben. Ich auch. Ich schaff das, glaube ich, nicht mehr. Das kann doch nicht sein. Ich habe nur noch 11.000 Strom. Ich bin jetzt bei 800 und minus 1.600. Ich bin jetzt bei 1.500 und minus 1.000. Ja, das schaffe ich auf jeden Fall noch in dieser Folge. Ja. Komm. Du musst mir gleich einfach mal deinen Solarhelm geben, damit ich ein bisschen Strom ballern kann. Meiner lädt nicht auf.
Hä, warum ist es Tag? Naja, jetzt müsste er langsam wieder aufladen, aber... Du kannst ja warten. Auf mich. Fuck, Baldus. Beeil dich. Ich bin wo zu stehst tief. Du? Wo stehst du? Ich bin bei 2000 und minus 600. Oh Gott, dann flieg ohne mich. Warum? Weil ich bei 1200 und minus 1000 bin, oder willst du kurz warten? Ja, dann schaffen wir das nicht mehr. Oh fuck, hier kommt man gar nicht weiter. Oh ja, das hält mich lange auf. Ja, ich muss mehr in die Richtung hier. Minus 1200, sagtest du in der Z-Koordinate, ne? Oder ja. X-Koordinate, je nachdem. 2, 2 und 1, 2. 2, 2, 1, 2. Ich bin bei 2, 2. Es fehlt nur noch die 1, 2. Ich fliege einfach jetzt schräg. Ich fliege die ganze Zeit schräg. Schräg bist du viel schneller. Ja, weil du meintest, du musst nur noch die eine haben. Dann fliegst du ja doch nicht schräg. Ja, ja. Ich flieg nur leicht schräg immer. Ja, das kommt halt nicht immer genau aus. Aber ich bin halt schon bei 100 jetzt in der anderen Koordinate. Bin jetzt 2, 2 und 200 bin ich jetzt. Schräg bin ist so viel schneller, ist doch klar. Hä, ist doch logisch. 1, 6 und 2, 3. Also minus 2, 3. 1, 6 und minus 2, 3. Hier gibt's keine Insel mehr, lol. Ah doch, da hinten fängt wieder einer an. Oh komm, biete Buch. Das ist jetzt die letzte Insel, die wir nachgucken können, weil noch eine Folge können wir nicht aufnehmen. Und also entweder ist sie da oder ist wirklich an der letzten Insel, an der einzigen Insel, die wir nicht gucken konnten. Ja, aber ich weiß noch nicht, welche das war. Das gucke ich dann in den Aufnahmen nach und schreibe das unseren Teammitgliedern, dass sie genau da gucken sollen. Geht also gut. Ich bin jetzt bei 1900 und 300. Was? Ich wäre fast runtergefallen. Ach so, ich dachte nicht da. Warte, Biete. Ich bin fast da. Du musst ein bisschen warten. Wo warte bist du nicht. Denn? Warte. Wir überziehen schon, Klinger. Ja. Ich bin jetzt bei 2,1 und 600. Oh ja, ich bin hier im Tempel. Aber ich gucke noch nicht rein. Guck nicht rein. Wenn man die so macht. Okay, ich fliege in die richtige Richtung. Der ist bei 2,25 und 1,24. Oh, Debitor. Wenn die jetzt hier im Tempel sind, bringe ich die um. Sind die eh nicht. 2,25, 1,24. Komm da hin. Okay, ich bin gleich da, ich bin gleich da. 2,25, 1,24. 2,25, 1,24. Da, ich bin da. Ich okay, ich nicht. Fliege jetzt zum ich Tempel. Nein, warte. Flieg mit mir zu. Ach, da bist du. Flieg da nicht rein. Flieg jetzt rein. Ist nicht da, ne? Ja, dachte ich mir schon. Das ist eine Scheiße. Gibt's das überhaupt? Man muss. Ich bin richtig wütend. Ich muss was mit meinem Nano selber kaputt hauen. Ach, Kacke. Mann. Ach, fuck, Leute, ey. Ist das echt in dem einzigen Tempel, in dem wir nicht gucken konnten. Aber ich wünsche euch viel Spaß und einen schönen Tag. Ach nee, das ist deine Folge beendet. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss.